Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, es geht euch prächtig. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Ich für meinen Teil muss sagen, ich war heute beim Sport. Ich hatte turbomäßig den Krampf im linken Bein. Hab dann aber gesagt, Bruder, es schmerzt zwar wie Sau, aber ich mache jetzt noch Bankdrücken, den Satz zu Ende. Ansonsten, ich habe richtig gut geschlafen. Die letzten Tage schlafe ich wirklich sehr, sehr gut. Und dementsprechend gibt es auch hier heute auf dem Lesky Hugh Patch Notes Kanal die Patch Notes 9.20, meine Freunde. Die kommen morgen live. Blitzcrank, der gute Roboter, wurde jetzt ein bisschen... Er wurde ja letztes Mal, die Range wurde gebufft. Jetzt spielen super viele Leute Blitzcrank. Deswegen wird er wieder etwas genervt. Aber nicht seine Range, sondern er bekommt insgesamt weniger Rüstung. Garen ist ein Juggernaut, so wie Darius. Aber Darius gefühlt... Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich 100-mal für Darius entscheiden. Darius geht Full-Tank, macht aber Full-GG alle kaputt, Penter. Garen geht Full-Tank, ist Full-Useless. Schwieriger Champion, soll ein bisschen verändert werden. Seine Scaling, seine Mechanics etc. Und zwar fangen wir an. Bis auf seine Attack-Speed, also er kriegt jetzt deutlich mehr Attack-Speed tatsächlich dazu pro Level. Das andere hier ist Quatsch. Also das sind Zahlenfuscherei, aber mehr Attack-Speed. Seine Passive war bisher so, dass sie einmal, ihr fangt mit 2% Regeneration an von eurem Leben. Ja, ist relativ wenig, aber 2% sind 2%. Und ab, ich kann es nicht genau sagen, ab Level 7 oder 11 wurde es dann auf 8% angehoben. Das Ganze ist natürlich scheiße, denn nehmen wir jetzt einfach mal an, es wäre wirklich 11. Na, dann hast du natürlich bis Level 10 immer noch 2%, was na, nicht so geil ist. Das Ganze scaled jetzt mit dem Level. Das heißt, von 1,5, also auf 1 habt ihr etwas weniger, aber auf 18 habt ihr mehr. Habt ihr 10,1. Na, wenn ihr jetzt also Level 10 wärt oder so, dann hättet ihr in diesem Szenario, keine Ahnung, 6, 7% oder sowas. Vielleicht sogar 8. Na, das heißt, ihr kommt ganz gut klar mit Level 3, 4, 5. Eure Laning Phase wurde deutlich verbessert, kann man sagen. Allerdings wurde dafür die Verdopplung, wenn ihr sehr, sehr low seid, rausgenommen. Ich denke, overall ist das trotzdem sehr, sehr gut. Decisive Strike scaled jetzt mit der Attack Speed. Das heißt, das ist ja seine Q, wo ihr hochspringt und dann Damasia schlägt. Ne? Das ganze Ding geht schneller, wenn ihr mehr Attack Speed habt. Ist sehr, sehr wichtig, denn manchmal, ne, das fühlt sich an, ihr lauft auf den Gegner und dann springt ihr erstmal einen Kilometer hoch und bam. Na, wenn ihr richtig viel Attack-Speed habt, ich denke mir, bei 2,5 Attack-Speed sieht das bestimmt sehr, sehr lustig aus. Bei drinnen mehr volle Attack-Speed. Oh, ich hätte wieder Bock auf drinnen mehr. Gut. Seine W gibt weniger Resistenzen. Vorher konntet ihr 50 dazu bekommen. Heilige Scheiße, 50. 50 Armor, 50 Magieresistenz, jetzt nur noch 30. Ist weniger, tut weh. Aber dafür bekommt ihr, jetzt wenn ihr das Ding aktiviert, 10% Max Life als Schild, was cool ist, und 60% Tenacity für 0,75 Sekunden. Ist, glaube ich, echt cool. Vor allem, so ein Schild fehlt ihm, glaube ich. Ne? Du chargst auf den Gegner zu, drehst dich und machst dann dein Schild. Also, wer da rein tradet, GG. Ne? Du hast, also, es ist so ähnlich wie Riven, muss man sagen, dann tatsächlich. Ne? Also, ist nicht schlecht. Seine E, hier wird auch sehr, sehr viel mit rumgefuscht. Und zwar ist es so, dass die Spins jetzt davon abhängig sind, wie viel Attack-Speed ihr habt. Das heißt, ihr habt 7, vorher 5 bis 10. Und das scaled mit 20%. Also wenn ihr richtig, richtig viel Attack-Speed habt, dann dreht ihr euch 1000-mal. Beyblade Garen is back. Oh mein Gott, das wird ja... Ich sehe mich da, Leute. Da sehe ich mich. Gerechtigkeits-Garen revamped, reworked, regay. Geil. So, Damage per Spin 14 auf 30 wurde etwas reduziert, muss man sagen. Auch das Attack-Damage-Scaling ist vorher 0,36. Aber ich glaube, ihr habt halt insgesamt jetzt mehr Spins als vorher. Also Damage-technisch muss man sagen, ist das... Ich glaube, das ist wirklich fein hier. Also es sieht zwar aus, als wenn das hier reduziert wird, aber ihr spinnt halt öfter. Vor allem, wenn ihr 4 Attack-Speed habt. Allerdings braucht ihr jetzt auch 6 Spins, bevor ihr shreddet. Aber wie gesagt, ihr dreht euch öfter. Und das Allerwichtigste, Leute, insane, dadurch, dass ihr euch öfter dreht, das Ding prockt Conqueror. Jeder Dreher Conqueror. GG. Sein Ultimate ist natürlich immer so ein bisschen problematisch, denn... Ja, nehmen wir an, ihr habt eine richtig geile Kaiser. Ne? 3-1, 5000 Farm. Fullbild. Schwierig, müsst ihr töten. Wer wird markiert? 7-1 Thrash oder Pike. Oder was weiß ich. Ne, ist natürlich scheiße, gegen den wollt ihr eigentlich nicht töten. Und das ist manchmal schwierig gewesen. Das Ganze wurde jetzt entfernt, dieses System. Erstmal bekommt ihr, wenn ihr euer Ultimate bekommt, eine Sekunde Sicht auf das Ziel. Das heißt, er kann nicht irgendwie wegflashen. Also out of vision flashen. Dann habt ihr keine Sicht mehr und die Ult geht nicht durch. Ist Quatsch, geht nicht mehr. Also ihr habt Sicht, Ult geht dann immer durch. Weiter noch, Damage wurde reduziert. Aber dafür macht ihr jetzt immer true fucking Damage. Was super cool ist, muss man einfach mal sagen. Also, was super cool ist. Definitiv super cool.
Ivern. Ich bin Ivern Main. Ich spiele sehr viel Ivern tatsächlich. Und ja, Ivern ist scheiße, sind wir ehrlich. Basic Attack Range wird erhöht. Das heißt, er hat jetzt die Range, die er durch seine W bekommen hätte, jetzt immer. Und ich muss sagen, das ist cool und es ist einfach nur das als Buff. Deswegen kann man ja sich sagen, ja, ne, es ist ein geschenkter Gaul, nicht dein Maul, ne? Aber Problem hierbei ist, der vorher hast du also gedacht, okay, ich muss diesen Busch machen, damit ich jetzt wenigstens Range habe. Klar, jetzt hast du immer die Range, aber man kriegt wahrscheinlich immer noch diesen Bonus-Damage, wenn du im Busch bist. Aber ich finde, sie sollten mal was mit den Büschen machen, ganz ehrlich. Die Büsche fühlen sich, klar, du kannst richtig krasse Tricks damit machen. Busch hin, Ward rein und ja, irgendwelche Traps und irgendwelche Sachen. Aber mach mal meine Idee an Rito hier, falls der Praktikant das sieht von Rito. Zum Beispiel, Busch hin, eine Person, die im Busch ist, bekommt 10% Life-Rack alle 5 Sekunden. Bekommt plus 10, plus 50 Range. Bekommt 3% weniger Schaden. Bekommt ein Dornschild und reflektiert Schaden auf den Gegner. Irgendwas, wo man sagt, okay, hey, ich muss diesen Busch jetzt unbedingt dahinstellen. Oder als Teammate, ich muss unbedingt diesen Busch drin sein. Dass die Büsche halt nicht nur Büsche sind, sondern geile Büsche sind. Hashtag geile Büsche. So, das könnte man auch auf anderes übertragen und das sind keine geilen Büsche. Aber gut, Lissandra, meine Freunde, heilige, heilige. Etwas mehr Rüstung, ihre Passive macht jetzt mehr Ability. 0-2, Leute. Ich mag ihre Passive überhaupt nicht und in der Lane still useless, aber 0-2 ist insane viel, Leute. Und das auf der W auch nochmal, 0-2. Also ich werde, Tryndamere bin ich sowieso Main, muss ich mal wieder spielen. Lissandra, Leute, ich habe die letzten Patch, wo sie gebufft wurde, schon gespielt und hat mir super gut gefallen. Ohne Witz, ich werde Turbo-Lisa. Da sehe ich mich richtig, Alter. Mein Herz geht auf. Aber richtig mit Ignite, Electrocute und Böller. Ne, nicht so Aftershock-Scheiß oder sowas. Da freue ich mich richtig auf. 0-2 ist insane. Insane. Pantheon ist eh, also ich mag, also keine Ahnung, hier steht was von Top-Tier-Pick in more skilled games. Ich bin Tier 4. Skill ist da ein Fremdwort, deswegen weiß ich nicht, wovon hier gesprochen wird. Weiß ich nicht. Also, ich finde Pantheon scheiße, finde gut, dass er genervt wird. Grund für mich mehr, dass er scheiße bleibt. Ist aber meine Meinung. Es gibt viele Leute, die sagen, wow, voll broken. Ich finde er scheiße. Und Leute, sind wir mal harsch, aber ehrlich. More Skilled Games ist auch nicht da, wo ihr seid. Also, bann Pantheon einfach. Oder dodgt, wenn jemand bei euch im Team den pickt. Also, bann, damit ihn keiner pickt. Bei euch. Kiana. Kiana sehe ich immer, dass sie genervt wird. Wird jetzt auch im Early Game ein bisschen genervt. Kiana ist irgendwie, also, sagt mir gerne eure Meinung. Ja, ich fragte, habt ihr schon öfter nachgefragt. Aber ich persönlich finde Kiana, ihre Laning Phase, also sie macht unglaublich viel Damage und deswegen wird das sie auch genervt. Na, wenn sie sich mit Level 3 anspringt, boom, Half-Life, boom, Tod-Life, boom, Counter-Strike, okay. Aber wenn du sie richtig hat, sie hat keinen Sustain, sie hat nichts, sie wird komplett aus der Lane gebullied oder so, keine Ahnung. Seid ihr Turbo-Kiana-Mains? Schreibt's in die Kommentare. Shaco, oh, Shaco, Leute, ich werde Shaco-Main. Shaco, kriegt ein Rework. Ich wollte eigentlich ein Video dazu bringen, aber ich habe ungelogen 20 Games von PB gespielt. PB war Katastrophe. Also, was passiert bei Shaco? Was ist das Problem bei Shaco? Das Problem bei Shaco grundsätzlich ist erstmal, dass er ein komisches Scaling hat, dass sein AP-Bild sehr ähnlich zu seinem AD-Bild ist. Also, nicht der Bild selber, sondern die Spielweise ist sehr ähnlich. Und das soll ein bisschen getrennt werden. Und außerdem, ja, hat er sehr Probleme im Jungle Clear. Was wird gemacht? Erstmal so ein Pass. Vorher konntet ihr alle 3 Sekunden den Gegner von hinten snacken, dann habt ihr Bonus-Damage gemacht. Jetzt snackt ihr den Gegner permanent von hinten. Natürlich macht er jetzt etwas weniger Damage, aber jede Attacke von hinten macht Bonus-Damage. Finde ich erstmal cool, weil so wirst du die ganze Zeit belohnt für jede Attacke von hinten. Auch eure E macht jetzt mehr Damage mit einem 0-1er AP-Scaling, wenn das Ding von hinten trifft. Also das Wurfteil. Eure Q, größtes Problem. Shaco ist im Moment so, dass viele Leute, ja, bis Level 3 oder 4 im Full-Jungle clearen. Er ist gar nicht mehr dieser Early-Game-Jungler, der he used to be. Er ist eher so, ja, ich gehe bis Level 4 und gank dann. Warum? Weil die Q 1,5 Sekunden, das ist nichts. 1,5, zack, vorbei. Ne, das ist überhaupt nichts. Damit kannst du gar nicht ganken, das geht gar nicht. Und deswegen haben einige Leute immer erst so hier bis 3 oder bis 3,75 hochgeskillt. Jetzt wird es geändert, du hast direkt auf Stufe 1, 2,5 und ich hab's getestet, es ist geil. Es ist geil, Leute, es ist geil. Dafür geht's nur noch auf 3, 5 hoch, nicht mehr 4, 5, aber es ist geil, Leute. Ganz ehrlich, lieber das als das. So, Cooldown wird reduziert, 4 Sekunden ist insane, muss aber hier tatsächlich sagen,
Der Trick scheint ein bisschen, genauso. Denn vorher konntet ihr es um 2 Sekunden reduzieren, wenn ihr einen Gegner geoutdetect habt. Aber das ist natürlich cool, wenn ihr escapen wollt, ne? Weil da greift ja keiner an. Schaden wurde etwas, ja, angehoben, zumindest der Base-Damage, aber der Bonus-Attack-Damage reduziert. Jack in the Box, das Wichtige hierzu ist, das Ding macht jetzt AOE-Damage, ungefähr ein Viertel. Ist cool beim Jungle, Clear ist nicht insane, aber ist cool. Man könnte überlegen, ob dadurch vielleicht Shaco Top-Lane mehr viable wird, aber so ultra krass war es auch nicht, wenn man vielleicht die W maxt, mit bisschen AP, möglich. E macht jetzt Magic Damage wieder, das hat auch schon mal Magic Damage gemacht, aber dann Physik und jetzt wieder Magic. Hier ist das Problem, also man hat gesagt, hier das Q macht übrigens kein AP Damage mehr, das ist hier entfernt worden, 0,3 ist komplett weg. Dafür sagt man sich, reduzieren wir das E auch nochmal im AP Damage Scaling. Aber das Problem ist, oder was heißt Problem? Also es wird zwar um 0,6 reduziert, aber ihr kriegt ja 0,1 von hier oben wieder und kommt damit auf 0,7. Und das, oder der Bonuspunkt hierbei ist, ihr habt mehr Base Damage jetzt. Und das Teil macht sofort ab 30% 50% mehr Damage. Also ähnlich wie bei Evelyn. Vorher war es so, dass ihr bei 30%, ne, das war 0 bis 50%. Also diese 50% hattet ihr wahrscheinlich erst, wenn der Gegner 10% hatte. Dann habt ihr 50% Damage gemacht. Und jetzt 30% Abfahrt. 50% Damage. Cooler Buff. Ultimate, die Boxen triggern sofort. Die ploppen auf, zack, machen sofort 4. Super cool. Dafür macht er natürlich jetzt 50 weniger Damage, was, glaube ich, fair ist, weil die Boxen sofort angreifen und dadurch wieder Damage machen. Dadurch ist das AP-Scaling auch wieder geringer, aber die Boxen greifen sofort an. Ich denke, das ist fein. Auch hier, also das Shaco Rework, ich habe es gespielt. Alle, die das an, also Shaco Mains und euch, das ist definitiv alles geil. Also es ist besser. Ich werde Shaco Main. Sona hat jetzt eine Passive Bar, das heißt, ihr könnt da sehen, wie viele Zauber ihr habt. Ist natürlich schlecht für den Gegner, gut, aber auch für euch. So ist, ne, also, ich meine, gut für den Gegner. So, der Gegner kann sehen, okay, hey, Sona hat das jetzt ready, die nervt jetzt. Und ihr selber seht das auch. Varus weiß ich gar nicht, was das ist, man hat jetzt bessere Stats. Victor hat auch ein Rework bekommen. Im Prinzip ist das dritte Rework, also es sind Mini-Reworks, kann man sagen. Sein Q Schild scaled jetzt nicht mehr mit Mana, sondern hat ein Base-Scaling. Dadurch braucht er nicht mehr so unbedingt, er muss nicht zwingend Mana mehr bauen. Ne? Er kann sagen, okay, ich kaufe jetzt ein Infinity Edge oder so. Naja, oder, naja, so, er könnte Rylai's First gehen oder was weiß ich. Er muss nicht mehr Mana zwingend bauen. Also er ist ein bisschen freier. Seine W zieht nicht mehr alle zusammen, wenn sie augmentiert ist, sondern alle seine Spells, also ich bin mir, außer seine Ult-Ticks. Slowen jetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Autotext auch... Hier steht halt Direct Hits. Was sind Direct Hits? Ich glaube, alle seine Spells, bis auf die Ultimate Ticks, wie es hier steht, und seine Autotext. Slowen um 20% für eine Sekunde. Das ist insane. Das klingt nicht insane, aber das ist insane. Ich meine, damals haben alle Rylai's Lich Bane Victor gespielt und das war richtig erneuend. Und jetzt brauchst du nicht mal mehr ein Rylai's. Könnte eine neue Meta bringen, Leute. Außerdem sein Ultimate tickt jetzt jede Sekunde. Dafür natürlich 6-mal statt 3-mal. Und macht aber die Hälfte an Schaden. Also, es tickt jede Sekunde doppelt so oft, aber nur halb so stark. Also, es ist alles gleich, möchte man meinen. Weil, ne, vorher hat sie 130 gemacht, jetzt tickt sie 2 für 65, sind auch 130. Aber 0,45 AP-Power mal 2 sind 0,9. Das heißt, wir haben hier einen kleinen... Da hat sie ja Riot-Praktikant so gedacht, scheiße, wie kriege ich denn so einen kleinen Buff da jetzt rein? Ich möchte unbedingt... Ich habe mir Victor gekauft, habe richtig Bock drauf und würde den... Ich bin aber zu schlecht, ich würde den gerne ein bisschen stärker machen. Ich muss irgendwo... Okay, ich mache einfach die Zahlen halbierig, aber mache ein bisschen AP-Power drauf. Fällt bestimmt keiner auf, aber mir schon. Außerdem fliegt sein Ult schneller und kann über Terrain fliegen. Cool. Und verfolgt, wenn er stirbt. Alles cool. Iron of the Solari ist jetzt... Habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich habe es gesehen. Ja, lass mal hier, Live-Reaction. Von 30 auf 15 pro Level auf 120 plus 10 pro Level. Ja, ist cool. Teamfight-Tactics, meine Freunde, passiert nicht viel. Ihr braucht jetzt weniger wieder. Das wurde ja mal, glaube ich, erhöht. Und jetzt wird es, ich glaube, das sind die gleichen Werte jetzt. Wird es wieder reduziert. Das heißt, ihr kommt jetzt schneller nach Level 9. Late-Game-Builds werden also, glaube ich, verbessert, würde ich sagen. Weil ihr schneller bei Level 9 seid. Und die Teardrop-Raten wurden auch verbessert, sodass ihr jetzt mehr Legendaries bekommt. Ja, auf Level 8 habt ihr jetzt 8% statt 5 und hier habt ihr 15 statt 12. Items, dieses Death Blade, was so hoch stackt hat, fängt direkt mit 1 Stack an. Frozen Heart Duration ist in letzter Zeit sehr beliebt. Hat jetzt nur noch eine Sekunde, ist ein harter Nerf, aber ich denke, es ist immer noch stark, aber ein harter Nerf. Infinity jetzt schon noch 125% Crit Damage. Quicksilver, Schärpe, ganz ehrlich, das Ding wollte ich nochmal ausprobieren, habe ich noch gar nicht gebaut. Ich glaube, das ist sehr stark. Alle 3 Sekunden wird ein CC entfernt. Super cool.
Und Thief Gloves droppen insgesamt schlechtere Items, also klaut ihr im Prinzip. Assassins haben jetzt etwas weniger Crit Chance, Guardian Armor gibt etwas mehr Rüstung. Ganzlinger machen jetzt 4 extra Shots später, das ist ziemlich cool, aber ganz ehrlich, wer only Ganzlinger ist, Ganzlinger, ich find's Turbo-Scheiße. Knights wurden etwas genervt, also zumindest 6 Knights. Und Wild wurde ebenfalls etwas reduziert, ist ja auch sehr, sehr beliebt. Hier haben wir noch ein paar Stats-Änderungen. Atrox mehr Armor, Akali weniger Attack-Speed. Fiora hat jetzt echt viel ab. Also 50. Fiora ist jetzt, glaube ich, echt ziemlich gut, hätte ich gesagt, Leute. Gangplank hat etwas mehr AD. Kaiser wird sogar tatsächlich gebufft. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht. Ich hatte das Gefühl, sie ist sehr stark. Aber wird, glaube ich, noch sehr selten gebaut. Also, dass man wirklich komplett in Kaiser committed. Ist jetzt nochmal deutlich stärker. 10% mehr Attack-Speed, sogar auf Stufe 1, 20% mehr, also gerade in den ersten Stufen stärker. Und auch ein deutlich stärkeres Schild. Leona hat etwas mehr AP, Lucian macht etwas mehr Schaden, Poppy hat weniger AP und Volibear ist immer noch kacke. So, ja, das war's damit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, oder eine wunderschöne Nacht, oder auch Tag, je nachdem, wenn ihr es guckt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, bei euch ist alles geil. Ich habe euch lieb. Auf Wiedersehen und tschüss.